Hallo lieber Schütze, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, also schauen wir mal. Für Schütze bitte ich und du für Schütze. Schütze, Schütze, Schütze. Schauen wir mal. Schütze, was ist hier bei dir los? König der Stäbe. Lenk mich nicht ab, sagst du. Lenk mich nicht ab, sagst du. Ich schaue da in Richtung Vergangenheit. Ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Hier schaue ich Schütze an. Ich schaue da in Richtung Vergangenheit, sagst du. Und ich sehe da etwas, das ich mir zurückholen möchte. Es gibt da einen gewissen Moment, eine gewisse Atmosphäre. Es gibt da eine gewisse Stimmung, die in der Vergangenheit mal war und die will ich mir wiederholen. Ja, es ist so, wie wenn du sagst, oder die guten alten Zeiten und sagst, oder ich werde die in die Neuzeit wiederholen. Okay, gut. Mit irgendjemandem da, Schütze, ist die Stimmung dahin. Okay, es ist nicht mehr so wie früher, da ist nicht mehr dieses Feuer voreinander, ja, Stabkarte hier. Es fehlt an Humor. Ihr lacht nicht mehr so viel, ja, und früher war es so lustig, sagst du, wir haben so viel gelacht, wir haben so viel geredet, wir haben so viel gemeinsam auch unternommen und jetzt ist da irgendwie tote Hose. Okay. Was ist hier beim Gegenüber los? Ah, warte mal, ah, jetzt scheint aber die Sonne. Kannst du überhaupt noch etwas, warte mal hier, stellen wir das ein, so. Vier der Kelche hier. Ja, da ist jemand gelangweilt. Mit wem auch immer du es hier zu tun hast, Schütze, dieser Mensch ist momentan genauso von der aktuellen Situation gelangweilt wie du. Möchte hier eigentlich durchaus ebenfalls auffrischen, aber es ist da auch so eine Art Sturheit bei deinem Gegenüber eingekehrt. Gibt so ein bisschen dir die Schuld dafür, dass es jetzt langweilig ist. Und ich meine, ich habe hier König der Stäbe. Ja, du bist in dieser Verbindung der Entertainer, die Entertainerin und jetzt ist tote Hose wegen dir sozusagen, ja. Und oder eigentlich kann ja dieser Mensch hier mit Ass der Kelche oder die eine Chance hier ergreifen und das Ganze wieder aufleben lassen und die guten alten Zeiten eben wieder bringen, aber findet, dass das deine Aufgabe ist, ja, weil du eben König der Stäbe bist, ja, oder Königin der Stäbe bist, stellt nur Energien dar, ja, nicht irritieren lassen. Was haben wir hier? Sechs der Stäbe auf Herzensebene, ich schaffe das, ich kann das. Okay, du bist gerne der Entertainer, die Entertainerin, ja, zu dem alle hochschauen, zu der alle hochschauen. Du bist hier fest davon überzeugt, dass du dein Gegenüber um den Finger wickeln wirst. Okay. Ich werde diesen Menschen um meinen kleinen Finger wickeln. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Mensch hier wieder Spannung, wieder Abenteuer, wieder Passion für mich empfindet, beziehungsweise in Bezug auf mich. Okay. Was ist hier auf Herzensebene? Los, ja, Königin der Kelche. Naja, also König und Königin der Kelche, das sind schon nicht sehr actiongeladene Energien, okay? Und ja, dieser Mensch ist hier in einer passiven Rolle. Es werden jetzt viele Frauen, die Schütze sind, sagen, ah, die Rollen sind verkehrt, die Rollen sind nicht verkehrt. Du bist als Frau in einer männlichen Energie. Falls du es hier mit einem Mann zu tun hast, falls du hetero bist, dann ist dieser Mann in der weiblichen Energie hier. Tönt falsch, ist auch falsch. Sollte eigentlich nicht so sein. Wenn du Frau bist, dich als Frau definierst, dann solltest du als Königin der Stäbe erscheinen. Wenn dein Gegenüber sagt, du, ich bin ein Mann, ne? Nenn mich er, dann müsste dieser Mensch eigentlich ein König der Kelche-Energie sein. Warum erscheint das jetzt hier als männlich bei dir? Weil männliche Energie aktiver ist. Und dieser Mensch, ja, ist nicht mal König der Kelche hier, ja, was schon passiv wäre. Dieser Mensch ist noch passiver, weibliche Energie. Da gibt's im Energiehaushalt, gibt's hier ein bisschen ein Problem momentan bei euch. Wie kann man das lösen? Man kann das ziemlich, oder mit so kompliziertem Zeugs kann man das lösen, ja. Also,
so die Energie wieder korrigieren an sich, das ist einfach. Ja, das ist einfach. Das Problem ist, sobald hier noch eine andere Person im Spiel ist, dann muss ja dieser Mensch auch mitmachen. Am einfachsten ist es in einer solchen Situation, das Ganze einfach genau so laufen zu lassen, ja. Und dann wirst du hier gegen deine Mauer krachen und dieser Mensch gegen seine, ihre Mauer, in den meisten Fällen ein Mann hier. Und dann kommt man schon zu Sinnen. Okay. Ja? Nee, ich meine es in Ernst, ja. Kann am besten einfach laufen lassen. Es ist, ich meine, sorry, solange ihr nicht zwei Menschen seid, die da bei Paartherapie sitzen, ja, und da begleitet werden von jemandem, der euch zeigt, die euch zeigt, wie das geht, ist es unmöglich, dass du hier sagst, okay, ich hole jetzt meine weibliche Energie rein und dein Gegenüber dann, okay, ich hole meine männliche. Nee, erzähl das diesem Menschen, der wird dich für verrückt halten, ja. Wie sieht dich dein Gegenüber hier, Sechs der Kelche? Lieb dich sehr, ja. Hat hier, oder spürt hier sehr viel Liebe für dich, findet, dass du seine, ihre kindliche Seite vor allem auch berührst, ja. Ich habe hier Sechs der Kelche. Diesem Menschen ist neben dir nichts peinlich. Ja, ich kann mich so zeigen, wie ich bin, sagt dieser Mensch. Okay. Ich habe hier diesen Turm, der mich auf die Turmkarte hinweist, Schütze. Dieser Mensch hat so, spürt irgendwie immer so eine Art Vergänglichkeit zwischen euch beiden. Alles ist vergänglich. Oder ich hab, da ist diese Liebe zwischen uns, da ist diese, dieses, oder dieses, diese positive Verbindung zwischen uns und ich kann so sein, wie ich bin und all das, oder ist alles sehr kuschelig und schön und siebter Himmel und all das, aber vergänglich. Empfindet immer alles als vergänglich zwischen euch beiden. Könnte jederzeit vorbei sein, sagt dieser Mensch. Okay. Findet, dass du gute Ideen hast. Ja, findet deine Ideen sehr gut, schaut zu dir hoch. Ist auch hier, oder? Schaut hoch, auch hier, schaut hoch. Beides mal blonde Personen hier. Ja, ist die gleiche Person. Oder so dieses Hochschauen. Ich denke, das animiert dich auch ein bisschen dazu hier, oder die Fäden in die Hand zu nehmen in Bezug auf Action, in Bezug auf Passion, in Bezug auf Feuer wieder hoch flammen lassen. Ja, du siehst das durchaus auch als deine Aufgabe und es streichelt hier, oder es streichelt dein Ego, dass dieser Mensch dich diesbezüglich so bewundert. Ja. So dieses, wow, Schütze, du bist so spannend, du bist so lustig, du bringst so viel, oder du hast so gute Ideen, oder das tut dir auch gut. Okay. Wie siehst du dein Gegenüber? Gerechtigkeitskarte hier. Du findest, dass dein Gegenüber ein bisschen zu viel rechnet. Ja. Legt alles auf die Goldschale hier, auf die Waagschale. Ja, auf die goldene Waagschale hier. Legt alles auf die Waagschale, berechnet die ganze Zeit etwas. Wenn mir dieser Mensch mal was kocht, ja, dann, oder ich spüre die Blicke, sagst du, dann erwartet dieser Mensch, dass ich jetzt auch etwas koche. Für ihn, für sie. Wenn dieser Mensch mich mal, wenn dieser Mensch mir mal schreibt, ja, ich sehe es dann ganz genau, ich spüre es dann ganz genau, beim nächsten Kontaktabbruch erwartet dieser Mensch, dass ich dieses Mal schreibe. Schaut die ganze Zeit oder macht die ganze Zeit Mathe, macht die ganze Zeit eine Liste. Immer dieses Geben und Nehmen vom genau Gleichen. Ja, das ist schon ein, ja, das ist ein Beziehungskiller. Das ist ein Beziehungskiller, wenn man drauf beharrt, dass das Gegenüber die gleiche Liebessprache spricht. Das ist schon so. Ja. Weil dieser Mensch könnte es für richtig halten, dir durch Kochen seine, ihre Liebe zu zeigen, ja. Wobei du aber findest, du, ich, oder wo du einfach sagst, oder für mich heißt Liebe, oder vielen Dank fürs Kochen, die Liebe ist angekommen, ja. Aber ich möchte meine Liebe gerne zeigen, indem ich dir Blumen bringe. Oder warum muss ich jetzt kochen? Weil du gekocht hast. Ja, solche Dinge. Gerechtigkeitskarte hier, findest diesen Menschen gegenüber seinem, ihrem Umfeld sehr gerecht. Ja, hat ein hohes Gerechtigkeitssinn. Ja, kämpft nicht nur für das eigene Recht, ja, die gibt es draußen zuhauf, sondern für das Recht, für das, was richtig ist. Ja, ist der Typ Mensch, der den eigenen Sohn verpfeifen würde, wenn der da was tun würde. Okay, damit Recht hergestellt wird. Okay, sehr, sehr hohes Solidaritätsgefühl hier.
Könnte ein bisschen nationalistisch sein, dieser Mensch. Okay. Also dieses, wir müssen das Recht in unserem Land oder das Land oder das muss so bleiben und wenn es mein Sohn ist, der was anstellt, dann oder das Land geht vor, solche Dinge. Was sind die gemeinsamen Energien hier? Kraftkarte, Königin der Münzen, die Sonne hier. Und hier habe ich König der Münzen. Ja, beide hoffen hier auf eine Erlösung. Hä? Beide hoffen hier auf eine Erlösung. Beide, ja, hoffen drauf, dass hier von selbst eine Lösung kommt für die inkompatiblen Seiten an euch. Es gibt gewisse Seiten an euch beiden, die nicht zusammenpassen. Okay, wir haben schon bei Liebe zeigen, haben wir schon gesehen, die Art und Weise, wie ihr eure Liebe zeigt. Und ihr hofft, dass das wie von Geisterhand, ja, gelöst wird, dass sich das doch irgendwie richten wird, dass sich das dort oder dass da doch irgendwie die Mitte gefunden wird, so dass ihr einander anschaut sozusagen. Okay. Kraftkarte, beide auf Zurückhaltung hier. Okay. Ich habe den Eindruck, dass hier eine gewisse Phase zwischen euch beiden vorbei ist und jetzt für die nächste Phase Mut gebraucht wird, Mut benötigt wird. Warum? Weil es ein Schritt weiter ist, weil es, oder wenn ihr jetzt hier wieder vorwärts machen würdet, würdet ihr die nächste Stufe erklimmen wollen, weil es sich jetzt so gehört, ja, weil jetzt halt einfach der Zeitpunkt da ist und dafür braucht es Mut und ihr hofft, dass hier irgendwie durch Geisterhand, ja, all die Dinge, wo ihr die Mitte nicht findet, plötzlich doch noch gelöst werden. Okay. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Schütze, werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Karten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.